Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Party. Wir spielen Hopsala mit unserem Teampartnern und gegen Jonas, der natürlich auch mit dabei ist. Hallihallo. Ja, es sieht bisher für mein Team nicht schlecht aus. Wir haben einen Stern mehr, allerdings kann noch alles passieren. Zum Beispiel könnte man auch hier verlieren, wenn man unachtsam ist. Peach ist schon mal raus. Wo ist er bei uns? Ich bin raus. Ah, ja! Ihr habt gewonnen! GG! Fertig? Ja, die Teampartner und Minispiele finde ich eigentlich auch ganz cool, gerade wenn man dann auch einen hat. Wenn man keinen hat, ist das eher unproduktiv. Aber ja, ist ja an sich nicht schlecht. So, nächste Runde, nächstes Glück. Es sind die letzten Runden. In diesem Part entscheidet, wird alles entschieden. Runde 12 von 15. Und da bin ich sehr gespannt. Bald werden ja auch zwei Sterne dann verfügbar sein. Der Stern ist auch übrigens unten. Ne, oben rechts. Oben rechts ist der Stern. Du hattest recht, dass Bowser Junior oben rechts ist. Gut, hätte ich mal vielleicht auf dich hören sollen. Aber egal. Ja, 12. Ja. Nee, das mache ich so nicht, weil. Hä, hey, was macht sie denn? Ja, keine Ahnung. Ich mache es anders. Ich bin mal gespannt, was du vorhast. Ah, ich will hier unten auf jeden Fall bleiben. Okay. Machen wir einfach mal so. Ich hätte so gepokert, dass du auf irgendein Feld kommst. Ach nö. Vielleicht kommt da jetzt ein Pechfeld? Nee. Ich weiß nicht, was sie macht. Gut, mein Team ist dran. Ja, ich gehe wieder sicher mit dem Daisy-Würfel, den ich noch habe. Ja, Items stehen kann man auch noch. Wir haben nicht mehr ganz so viele Münzen. Keine Items stehlen. Münzen, ja, sorry. Ich sag 5. Ja, sind 5 oder so. 6. Nicht viele, aber es passt. So, let's go. Was setzt er für einen Würfel ein? Den Peach-Würfel. Bitte 0. Keine 0. Bitte keine 0. 0. 2. Und 3. Nur eine 5 insgesamt. Und eine 7. Ja. Okay, was können wir denn hiermit dann am besten anfangen? Ich möchte irgendwie da oben rechts wieder hinkommen. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Nee, da komme ich nicht hin. Dann gehen wir da hin. Aber es kann natürlich auch in die Hose gehen. Da kann ja eine Piano-Pflanze erscheinen. Und dann bye bye. So, grün und blau. Ich nehme dieses Mal das blaue Geschenk. Hatte ich auch beim letzten Mal genommen. Ah, das ist, nee, das ist ja weniger gut. Ah, ich hätte vielleicht doch mal lieber zu... zum Itemfeld oder so gehen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Kommt er zum Stern? Nein! Schade. Das war knapp. Was spielen wir? Fischwitterung. Oh, das kann ich doch wieder. Was war denn das nochmal? Das war das, wo du die Bälle reinlassen musst. Ah, ja, stimmt, stimmt. Dann, let's go! Lass mal nochmal gucken, wie ich das hier mache. Du musst die Taste hier oben gedrückt halten und dann kannst du werfen. Aha. Und je stärker du wirfst, desto weiter wirfst du halt. Kommst du klar? Immer in dem Moment, wo du wirfst, drücken. Immer in dem Moment. Ah! Genau. Go! Nicht den Tisch hauen? Nein! Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich habe, ich kann auch nicht hinschauen.
Plus 32. Okay. Da hast du gewonnen. Ja moin, 50 Punkte. Ja moin. Ich komme nur mit Donkey nicht klar. Ja. Am Anfang noch sagen ja das Ganze. Ja, weil das letzte Mal irgendwie so easy war. Also das letzte Mal konnte ich das auf jeden Fall besser, glaube ich. Also das Spiel hat sich nicht geändert. Ja. Keine Ahnung. Ja, passiert. Solange nicht das Minispiel nicht den Faden verlieren kommt. Fick dich. Übrige Runden 3. Ich glaube, ab jetzt gibt es 2 Sterne. Ja. Es sind nur 3 Runden zu spielen. Da lohnt sich doch ein Blick auf die aktuellen Platzierungen. Team Luigi ist in Führung. Verdient. Team Mario ist Zweiter. Team Luigi hat sich bisher noch gar keine Blöße gegeben. Welches Team wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Hier ist er. Darf ich um Applaus bitten? Hallo, ich bin's, Alakito. Team Mario wird die Partie nach einem Rückstand drehen. Aha, und ja, natürlich kriegen sie eine Goldröhre. Was ist denn das für ein Support? Ihr werdet so supported. Ihr kriegt, ja, ihr kriegt beim Itemfeld eine Goldröhre im Sternmar 2 Feld. Und jetzt hier noch eine Goldröhre. Euch wird das in den Arsch geschoben. Schmeckt. In irgendeinem Spielende. Das heißt, die Zahl der Sterne, die man auf einmal bekommen kann, hat sich verdoppelt. Das kann die Party entscheiden. Also arbeitet gut zusammen. Und Comic. Was ist los? Mehr Begeisterung, bitte. Ich glaube, es fehlt etwas Salz in der Suppe. Das lässt sich ändern. Da werden die Pechfelder noch viel schlimmer gemacht. Oh je, Comic hat die Pechfelder noch schlimmer gemacht. Ja, gut. Dann das kennen wir ja alles schon. Richtig. Kennt man schon alles. Und... Hammer, Bruder. Ja, neue Begleiter. Da möchte ich doch gleich mal einen haben. Bitte. Aber erstmal ist natürlich das Team Mario dran. Warte mal, ist das jetzt klug? Ihr habt eh noch 3 Runden, also. Nee, wir machen das so. Jetzt nimmt sie das. Warum machst du das? Warum? Das ist so useless. Und jetzt kommt sie wahrscheinlich nicht mal hin. Wird's witzig finden. Oh. 7. Ah, da könnte sie, glaube ich, hinkommen. Aber sie nutzt die Chance nicht, holt sich lieber einen Begleiter. Uiuiuiui. Das ist natürlich... Aber ich sehe gerade, dass auf meiner Seite kein Begleiter ist. Ernsthaft? Na, natürlich, ja, du kriegst einfach so einen Begleiter geschenkt. Ach Mann, so, Team Luigi. Und bei mir ist wirklich, ich glaube, kein Begleiter. Na okay. Toll. Dann. Ich möchte mal kurz aufs Spielbrett schauen. Ich könnte mich zu Bowser Jr. teleportieren. Das wäre vielleicht so auch ganz klug. Ja, mach ich sogar. Wenn wir nämlich beide da auf den Stern landen, können wir bis zu 4 Sterne holen. Wenn uns das die Münzen erlauben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir haben. Ja gut, 3 Sterne geht ja auch. Dann let's go. Er nimmt den Peach Buffer mit der 0. Und er kriegt die 0. Scheiße. Aber 1, 2, 3. Oh, 7, stimmt! Ihr kriegt der. Ah, du hast eine 4, du kommst dahin. Bitte schön. Jo. Ihr kommt beide hin. Genau. Oder verschwinden sie doch jetzt gleich, habe ich das falsch verstanden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erstmal hier 2 Sterne, damit ich dem Betrug des Spiels entgegenwirken kann. Das war halt dumm von Rosalina. Ja, das war extrem dumm. Ich frage mich sowieso, warum sie das gemacht hat. Jetzt können wir eigentlich schon gar nicht mehr gewinnen. Oh doch. Doch, wenn wir jetzt noch 2 Sterne kriegen. Ja, und dann halt durch die Goldröhre kriegt er ja auch 2 Sterne. Wir haben keine Goldröhre mehr. Ach, scheiße. Aber, ja, stimmt. Scheiße. Du Esel. Ja. Wir können schon gar nicht mehr gewinnen. Doch, ihr könnt noch gewinnen. Nein, können wir nicht mehr. Ja? Ihr habt jetzt 9 Sterne und wir haben 3. Es kann auch nee, alles ihr habt 8 Sterne. Es ist Mario Party. Es kann wirklich nur alles passieren. Glaubt mir, ich hab schon den Kurs. Nee, stimmt ja, ihr... Ach doch. Ich habe schon den größten Flug erlebt. Rosalina ist halt einfach dumm.
Und du hast die einfach ausgewählt für mich. Ich wollte es eigentlich nochmal ändern lassen. Du hast dann gesagt... Habe ich gar nicht. Doch! Babbel nicht. Du hast dann gesagt, okay. Halt die Klappe. Ich habe gar nicht gesagt, okay. Was gucken wir uns jetzt oder was? Ah, nochmal 2 Minuten. Okay. Ja, komm. Ja, das war doch klar. Ja, warte, warte. Ah, okay. Oder ja, du dummes Stück Scheiße. So viel Betrug. Und so einen dummen Teampartner. Zum Glück steht jetzt hier nicht den Fahren verlieren. Ich glaube, dann hätte ich nämlich den fucking Joy-Con aus dem Fenster geschmissen oder so. Oh. Was ist das für eine Scheiße? Explosion von Bonbons in heiße Kartoffel. Ach ja, genau. Haben wir auch schon, glaube ich, gespielt. Dann let's go. Da bin ich geraged. Ja. Das ist alles raus. Okay. Oh, 3 von euch sind noch. Was machst du? Rosalina, so ein Stück Scheiße, jetzt mal ernsthaft. Jetzt freust du dich wieder. Komm, ich glaube an dich. Rosalina, wirklich, du bist einfach die Beste. Ja, jetzt plötzlich. Ganz plötzlich. Ja. Das Problem ist, ich... Das was? Das Problem ist, dass ich nur 2 Münzen habe. Ja. Ja gut, jetzt 4 Münzen, aber trotzdem. 8.4. mein Geburtsdatum. Das passt doch. 1928. Ja, richtig. So weit bin ich schon. Ich weiß nicht, ob ich es zum Stern schaffe. Erstmal hole ich mir jetzt einen Begleiter. Ah, toll. Ich hoffe, dass es deinen guten Würfel hat. Komm schon. Oh, wow. Cool ist cool, finde ich. Lass uns Freunde sein. Das war ja meine Stimme. Die passt ja so gar nicht so gut. Gleich Münzen. Ja, das nehme ich so. Das kaufe ich so. Ja, eine 9. So sieht's nämlich aus, Junge. Du bist ja da unten, stimmt. Jetzt komm! Komm. Gleich brich die Brüche. Brich die Brüche. Nein. Achtung, Achtung, gleich gibt's einen großen Knall. Achtung, Achtung, Achtung. Ich hab's kommen sehen. Gut, dass ich noch vorher gewarnt habe. Aber jetzt ist der Bildschirm noch aus. Ja, toll. Ist der Bildschirm jetzt aus? Kein Signal. Na toll. Komm jetzt hier. Ach, das Kabel ist. Nee, hier ist es. So, bitte müsste gleich wieder angehen. Hm, machen wir so lange den normalen, den Daisy-Würfel hier. Oder ich gehe aufs Ganze mit dem Luigi-Würfel. Und er geht auch aufs Ganze. Wir gehen beide aufs Ganze. Dann let's go! Ja, passt. So, was könnte man denn hier machen? Ein Item wäre möglich. Ich möchte eigentlich... Ah, es ist doof. Das ist nicht schön. Ja komm, dann holen wir uns ein Item. Ein schönes, schönes Item. Mhm. Ja, gut, ich hätte noch eine Münze. Ganz schön. Ja, vielleicht kriege ich eine Goldröhre. Was ist das? Oh, schön. Was stand da jetzt? Ich kann ein Item klauen. Aber ihr habt eh keine Items, aber vielleicht kriegt ihr wieder eine Goldröhre. Goldröhre dich auch gleich.
unten jetzt schimmeln, Alter. Zum Glück hier kein Wiese. Kein kleiner Fisch. Und Batterieleistung lässt von deinem Joy-Con nach. Ist nicht so schlimm. Rangeln, wo es am stärksten vibriert. Nur eine Chance, okay. Suchen und ziehen dann. Achso, ja. Wollen raus, Junge! Na, let's go. Das war kein langer Lörres. Ich warte jetzt hier erstmal ein bisschen ab. Nee, das ist nicht schön. Juch, Junge! Oh, du hast einen langen erwischt. Ja, das hab ich. Ey, komm doch hier hin, hier. Ja, das ist nicht schön. Das ist auch nicht schön. Ja! Ah, ich weiß nicht, ob der länger als deiner war. Ich weiß auch nicht. Die sahen so gleich lang aus. Ja, mal sehen. Und der sah auch gar nicht mal so klein aus. Komm, was ist denn hier? Oh. Ende! Der Bomb war so schön, nur so am kleinsten. Ah! Junge, mal wieder den längsten Lörres rausgezogen, Junge. Naja, so möchte ich deine Vorstellung für ein Spiel jetzt eben nicht verwerben. Es ist ja nur ein Spiel. Das, was man im Spiel hat, hat man ja nicht unbedingt im Regal. Richtig. Aber wer willst du das wissen? Ja, keine Ahnung. Siehst du? Letzte Runde, die alles entscheidende Runde. Da passiert jetzt ja eh nicht mehr viel. Ihr habt schon gewonnen, hab ich dir gesagt. Dann gibt's auch gleich mal versteckten Block. Aber wenn Rosalina jetzt 2 Sterne holt und ihr noch 2 Bonussterne bekommt, danach wird es auch nicht mehr. Nein, dann haben wir nämlich 7. Richtig. Aber vielleicht verlieren, dann nehmen wir noch ein Stück. Ah, es bei euch mit einfällt. Ja, okay. Was ich schon sagen, willst du meine Daisy klauen? Goldröhre? Was ist das? Ah, okay. Verbindung zum Klauen. Oder irgendwie so. Ja, einfach mal, weil ich das ausprobieren will. Kann ja dann Bowser Jr. einsetzen. So, dann. Machen wir mal mit dem Daisy Bowl. Warum habe ich immer so viel Betrug hier? Warum ich immer? Immer in deinen Aufnahmen. Nächstes Match spielen wir wieder zusammen. Die 2 Folgen, die wir jetzt, also die ganzen Parts, die jetzt aufgenommen haben. Die 2 Dings hier, die fucking Viecher hier. Weißt du, nee. Das ist nur Betrug. Aber das muss ich auch sagen, du hattest jetzt wirklich viel Betrug. Aber du hast auch sofort vom Spiel bekommen mit dem Goldröhren und so. Das war beides, so gesehen. Aber glaub mir, ich weiß, wie man sich dann fühlt. Ich hatte mehr Betrug als alles andere. Ich erinnere mich nur gerne an die erste Folge zurück, wo das erste Brett, was wir hier gezockt haben, wo ich nur eins in den Würfel habe. Da hätte ich ausrasten können. Ja, gut, was kann man mir jetzt noch machen? Nichts Besonderes hier. Geh doch einfach bitte irgendwo hin! Ich wollte dir eine Münze noch haben. Sorry, ich bin geldgierig. Er hätte zum Stern gehen können. Aber wir haben ja eh keine Münzen, stimmt. Tackling, Besser ist, dass jetzt hier nicht nochmal nicht den Frauen verlieren gekommen ist. Dann wärst du aber wirklich ausgerastet. So, let's go. Nicht bei uns. Ja, ich weiß. So,
Möge der Bessere von uns gewinnen. Ja, am Anfang ist es ja noch einfach, jetzt wird es. Mann! Ja, ich wollte auch nicht drücken. War ein bisschen zu knapp. Wow. Nein! 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 Ich bin schon sehr auf die Kommentare gespannt. Alle Runden sind beendet. Dann ist es Zeit, das Ergebnis zu verkünden. Achtung, gleich wird es nochmal laut, glaube ich. Oh, das reicht jetzt aber mal. Das tut wahrscheinlich auch eine Aufnahme weh. Muss ich dann mal beim Schneiden mal schauen. Notfalls muss ich das runterdrehen. Sonnenuntergang für das Inselabenteuer. Damit ist auch für mich die Arbeit erledigt. Zeit für eine Runde schwimmen. Wer hat denn gewonnen? Ich bin selbst auch schon ganz gespannt. Das interessiert dir keinen. Also dann gehen wir mal durch. Ja. Das ist übrigens auch ein Sterfelinus. Und Jonas, lass es bitte. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wie Bonus kriegt das für Spieler, der sich mit den meisten Verbündeten zusammengetan hat? Der Bonus geht an. Bowser Junior! Welches ist wohl der zweite Bonus, den ich verkünden kann? Der Flitzer-Bonus. Diesen Bonus erhält der Spieler, der den meisten Fällen gezogen hat. Ja, wer wird das wohl sein? Mach mal! Weißt du, anstatt hier, wenn du da hier bist, ja, da kommen die meisten Münzen, ja, da kommen hier mit Verbündete, da kommen hier bei den meisten Münzen. Wenn ich da mal irgendwas habe mit meisten Münzen, dann kommt hier. Oh nee. So weit, so gut. Und welches Team hat denn jemand? Trommelwirbel. Ja, ganz spannend, wer gewundert. Mando. Team Luigi. Nein. Oh, wer hätte es gedacht? Wag ich dir jetzt noch einzuklatschen, Jo. Hey. Glückwunsch! Ich hoffe mal, es war relativ unterhaltsam für euch. Ich werde gleich sowas haben verprügelt. Also, eventuell werde ich mich aus dem Krankenhaus dann melden. Und das ist nochmal die Kurve. Die grüne Kurve war die von Jonas, die ständig unter uns war. Und dann... Ah, nein! Punkte nur einsacken und versteckte Katzen ist jetzt in der Party verfügbar. Die werden in der Party. Die wir beim nächsten Mal anspielen. Mit weniger Betrug. Bis dahin und euch noch einen schönen Tag und tschüss. Macht's gut.